So, da sind wir aus meiner Küche. Ich begrüße euch nochmal aus meiner Küche. Ich muss immer erstmal mich verkabeln, wartet mal. Moin, Messias, grüße dich. Hallihallo. Das ist ganz gut. Ach, meine Seiten stehen so ab. Ich muss unbedingt zum Friseur. Verdammte Scheiße. So. Mikrofon ist gerichtet. Einen wunderschönen guten Morgen. Peace geht raus. Hört sich ja gut an, das Essen. Da kriegt der Messias schon wieder Hunger, wa? Ja. Ich hoffe, es wird auch gut. Aber, ach, bisher haben wir eigentlich immer gute Sachen hinbekommen. Meine Seiten stehen so ab. Mann, fuck, ey. Ich muss sie mal wieder abrasieren. Abrasieren lassen. Ja, Reis, Beefsteak, Hackpfanne machen wir heute. Easy, peasy, schnell. Ich erzähle noch schnell die Zutaten. Was brauchen wir? Wir brauchen Langkornreis. Habe ich schon abgewogen. Wir brauchen Kirschtomaten. Wir brauchen Lauchzwiebeln. Habe ich schon abgewaschen sogar. Wir brauchen, ja, meine Lieblingszutat in dem Essen. Knoblauch. Wir brauchen Gemüsemais. Habe ich auch schon abgetropft. Und abgespült. Beziehungsweise aus der Dose geholt hier. Wir brauchen des Weiteren Öl zum Anbraten des Hackes. Wir brauchen Beefsteak-Hack. Beefsteak-Hack heißt einfach nur vom Rind. Ist halt Beef, ne? Also nur Rindfleisch nehmen wir heute. Kein Schweinefleisch. Obwohl Schweinefleisch schon mal ein bisschen mehr Fett hat und ein bisschen noch den Geschmack reinbringt. Aber wir lassen das heute mal bei Rinderhackfleisch. Wir brauchen Tomatenmark. Ein wenig. Wir brauchen Gemüsebrühe. Und das Übliche an Gewürzen, Salz, Pfeffer, Zucker. Und damit war's halt schon. So, mal kurz meine Spüle hier trocken reiben. Zack. Und damit war's halt schon. Und damit können wir eigentlich schon anfangen. Den sieht doch lustig aus. Ja, danke schön, dass das lustig aussieht. Wenigstens einer, der das lustig findet. Ich warte schon auf das Event, das um 13 Uhr startet. Heute, ach ja, Globi Event ist ja wieder am Start in Division. Stimmt. Wir machen uns schön was zu essen und dann werden wir auch Division zocken, weil ohne Essen kein Zocken, ne? So, wir beginnen. Reißen, kochen im Salzwasser nach Packungsanweisung, garen, Tomaten waschen, halbieren, Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden, Knoblauch fein schälen, fein hacken, Mais abgießen. Gut, dann beginnen wir mit dem Reis. Den kochen wir auf. 12 Minuten muss der, glaube ich, drin sein. Haben wir Zeit. Wir haben Zeit, Leute. So, können wir erstmal Herd anmachen. Zack. Haben wir einen kleinen. Irgendwo müssen wir einen kleine Deckel haben. Hier haben wir eine kleine Deckel. So. Erinnert mich mal dran, ne? Erinnert mich mal dran, dass wir nachher noch das Wasser salzen müssen für. Aber das können wir auch jetzt machen. Richtig, Winnie, richtig. Ja, was ist jetzt, Winnie? Wo warst du gestern? Ist wieder alles in Ordnung? Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Hier PC vielleicht abgeraucht oder so, aber du schreibst ja jetzt, ne? Oder war dir das peinlich, mit so einem Noob wie mich zu spielen? Wie Noob wie mich zu spielen, der in Runde 20 schon verreckt? Das kann ich natürlich nachvollziehen. So, haben wir gleich mal unsere Zellstoff zum Unterlegen vielleicht für
hier unser Brett. So, macht mal Platz hier. Zack. So, schon mal salzen hier die ganze Geschichte. Abso. Internet weg. Jetzt ist wieder alles okay. Ja, okay. Wir haben schon Sorgen gemacht. Ich dachte, na nun, wo ist der Winnie jetzt hin? Mag auch nicht mehr. Aber okay, wenn das Internet weg ist, da kann man nichts merken. Ne? Da kann man nichts merken, du. Ja, so gefreut. Aber wir machen heute nochmal, heute Abend. Der Robin ist auch dabei, da machen wir zu dritten Ründchen. Wenn du Lust hast. Ich wollte gerade sagen, können wir das ja wiederholen. Aber wiederholen können wir es ja nicht, weil wir haben es ja noch nicht einmal getan. Deswegen. So. Weil das Brett nicht rutscht. So, wir halbieren die Tomaten. Wir brauchen ein Messer. Ich nehme mal das hier. Boah, ist das schön scharf. Aber es ist scheiße, das Messer. Es ist scharf, aber scheiße. Halbieren reicht, weil wir sind ja sowieso gleich für Kochen bzw. mit Einkochen. So, alles natürlich hier schon geputzt. Alles schon abgewaschen. Das mache ich immer so vor dem Stream jetzt. Das brauche ich nicht im Stream machen, weil ich glaube, wie man Gemüse putzt, das weiß jeder. Das brauche ich jetzt nicht so noch zu zeigen. So, machen wir mal hier den Strunk ab. Zack, zack. Ist hier der Strunk schon ab? So, los. Zack. So, wir brauchen mal wieder, ich glaube, ich nehme das hier als Biotonne. Mal ein bisschen rüber hier. War halt so kacke, dass meine Arbeitsfläche. Warte mal, ich wollte den Anfang hier oben noch abschnibbeln. Mache ich nämlich immer. So, die oberen Ende vom Dings, die mag ich nicht. Sind immer so eingetrocknet. So, jetzt können wir so in feine Ringe schnibbeln. Müssen wir nochmal alle zusammenbekommen hier. Okay, egal. Das ist richtig angebrannt. Komisch. Ich hab falsche Herdplatte an, ne? Okay. Dass ich hier so wenig Platz habe, dass sie das auch durchschneiden, ey. Aber kriegen wir alles hin. Hey, 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 nicht wieder auf den Boden fallen. Ne? Oh, das ist der Lauch gewesen, der unter dem. Hm. Keine Ahnung. Soll ich wieder die Decke drauf machen hier? Ich liebe ja Lauchzwiebeln. Mit einem der meiner Lieblingsgemüse. Lauchzwiebeln sind so geil. Absolut herrlich, sag ich euch. So, haben wir das? Haben wir das? Man sieht halt auch schön aus, ne? So. In einem Tomaten und Knoblauch. Tomaten und Knoblauch kurz wieder. Tomaten mag zu viel. Okay, Lauchzwiebeln kommen erst später rein.
Das heißt, wir werden die Lauchzwiebeln jetzt mal auf einen Teller geben. Teller reicht, glaube ich, nicht. Warte mal. Wir nehmen hier so eine Schüssel, dann machen wir das rein. Knoblauch nehme ich gleich noch Flein herren. Und so bekommen wir Platz. So, ich zeige euch beim Knoblauch auch gleich einen Trick, wie ihr den gut schälen könnt. Viele meiner Stammviewer können das schon gar nicht mehr hören, aber ich sage es trotzdem immer wieder, weil es sind auch ein paar, ab und zu ein paar neue hierbei, die vielleicht über den einen oder anderen Trick hier noch dankbar sind. So, und zwar, wenn ihr alten Knoblauch habt, beziehungsweise nicht mehr so frischen, dann ist die Pelle, beziehungsweise ist das ziemlich hart, dann müsst ihr einmal mit auf der Arbeitsfläche legt ihr einfach den Knoblauch rauf, drückt ihn, und dann springt die Pelle meistens so auf, und dann könnt ihr ihn super schälen. Bei ziemlich frischen Knoblauch braucht ihr das gar nicht machen. Da ist die Schale noch so elastisch, die könnt ihr einfach runterziehen. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es gefunden. So, gleich den Strunk abmachen. Ich habe die gleichen Haare wie dein Bruder. Das ist ja irre. Genau die gleichen. Ja, dann bestell ich mal schöne Grüße. Ich nehme immer ein bisschen mehr Knoblauch, weil es im Rezept drin steht. Ich liebe Knoblauch. Nichts geht über Knoblauch. Like it. So. Wie sieht's Wasser aus? Kocht immer noch nicht. Aber wir haben auch Zeit, ne? Ich koche täglich, ja. Außer Montag und Sonntag. Du kannst diesen Kochstream täglich begutachten von Dienstag bis Samstag. Von 12.30 Uhr beginnt er immer. Wenn du ein Follow da lässt, dann weißt du sogar. Moin Marcel, grüße dich. Dann weißt du, wann ich online komme. Ich koche täglich selber, ja. Außer Montag. Montag, da lasse ich mich mal bekochen. Da gehe ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Döner essen oder was ich, irgendwie im Restaurant, hol mir da was. Aber von Dienstag bis Samstag koche ich mir eigentlich immer meist selber was. Und Samstag mache ich eigentlich immer so viel, dass ich dann Sonntag noch davon essen kann. Zwiebelschneiden. Durch den Mund atmen, hat mir mal einer gesagt. Aber ja, so einen richtigen Trick gibt's da eigentlich nicht. Das ist halt einfach. Nicht, wenn du. Der Trick ist einfach, ganz viele Zwiebeln zu schneiden, dass du irgendwann immun wirst gegen Zwiebeln. Dass du nicht mehr weinst. Also.
Ja, ich glaube, kommt auf die Atemtechnik drauf an, aber ich weiß es nicht. Bin mir denn nicht so sicher. Aber ich. Wenn ich Zwiebeln schneide, dann weine ich auch nicht so oft. Selten mal, dass ich davon weine. Dann müssen die halt schon wirklich richtig scharf sein. Zeig doch nur Emotionen, dass du beim Zwiebelschneiden weinst. Das ist doch schön. Kann man alles machen, ne? Aber wenn man Mann ist, dann durchsteht man das einfach. Naja, Spritzen ist eigentlich auch eher so das Falsche, weil. Das sind eigentlich die Aromen, die rauskommen aus einer Zwiebel, wenn du weinst. Da kannst du auch mit einem scharfen Messer nichts viel machen, weil du schneidest ja die Zwiebel aus und dadurch entfalten sich halt die Aromen. Ah, gibt so viel Mythen und so viel Tricks. Der beste Trick, einfach durchstehen wie ein Mann. Und dann ist fertig. Das Messer könnte gut sein, wenn es hier unten diesen, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, diesen kleinen Nippel nicht hätte, weil dadurch, wenn du nämlich aufs Brett aufkommst, dann schlägt der Nippel dagegen und das heißt, du hast die hintere Messerseite, schneidet halt gar nicht. Das ist halt irgendwie total Abfuck. Ah ne, ist auch eigentlich so ein Kindermesser hier von Chibo oder so. Weiß ich nicht. Was ist mein Lieblingsessen? Essen. Ich habe kein Lieblingsessen. Ich esse auch. Ich esse vieles gerne. So. Ich esse vieles gerne. Ich habe da nicht so. Wie man meine Nieren. Aber ich esse ziemlich gerne irgendwas mit Hack oder Nudelauflauf oder schön Kartoffeln oder Schichtkohl mag ich gerne. Rinderrouladen, Burger. Also, weiß ich nicht, wenn du mir irgendwas hinstellen würdest, dann könnte ich mich, glaube ich, nicht entscheiden, wo ich zuerst reingreifen würde. Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Je nach Tagessituation hängt das, glaube ich, sogar auch von mir ab, was ich gerne esse. Man kann ihn nicht so verallgemeinern. Dafür gibt es einfach viel zu viel geiles Essen, weißt du? Um zu sagen, das ist mein Liebling. Moin, Lo, grüße dich. Hallihallo. General Darkseid. Moin, moin. Grüßet euch. Wie geht's euch? Nudelauflauf ist Hammer. Ja. Meinen bekannten Nudelauflauf werden wir auch nochmal machen. So, moin Butter! Was du schon so früh am Stissel? Grüße dich. So, Öl in eine große Pfanne erhitzen, machen wir. Jetzt kommt nämlich das Braten dran, ne? So. Exikor, grüße dich, moin moin. Ja, selber kochen ist schon was Geiles, ne? Dann kann man sich halt auch mal selber was zaubern. Scampis in Knoblauch, auch geil.
Geflügelleber mit Spinat. Na, so viele Innereien bin ich gar nicht so. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch schon lange keine Innereien mehr gegessen. Deswegen kann ich es auch gar nicht sagen, ob ich sie heutzutage wirklich nicht mag oder ob ich sagen würde, ja, geil. Was für Öl? Ich benutze Olivenöl. Natives. Natives? Ich bringe das immer durcheinander, ob es nativ oder raffiniert. Ne, ich glaube raffiniert. Raffiniertes Olivenöl. Das ist halt nämlich. Raffiniertes ist halt anders hergestellt und kann man höher erhitzen als natives. Natives ist meistens für Salate, für Kaltspeisen und so weiter gedacht. Und Öl zum Braten ist meistens immer raffiniert. Ich kau hier auf dem zerkochten Gemüse rum. Ja, geil. Wurden gezogen, deshalb krank geschrieben. Oh, armer Butter. Gute Besserung wünsche ich dir. Aber Hähnchen oder Puten liebe ich. Ja, so, weiß ich nicht, traue ich mich einfach. Oder was heißt, traue ich mich nicht ran, aber. Weiß ich nicht. Müsste ich vielleicht auch mal probieren, um wirklich zu sagen, das esse ich jetzt nicht. Das ist halt schon ewig her, wo ich Leber gegessen habe. Oder Gehirn oder Herz oder Niere oder was weiß ich. Da alles für Innereien gibt ja alles. Man kann ja alles verwerten, alles essen. Oder Leber. Ja, Leber hatten wir schon. Leber mit Zwiebeln und Butter. Was? Der Butter. Dem wurden noch die Weisheitszähne gezogen. Ihr wollt ihn doch nicht essen, oder was? Der arme Butter. Hey, Ella! Mein Schildkrötenweibchen. Grüße dich. Wie geht es dir? Ja, mir geht's super. Mir geht's super, wenn ich die ganzen Zutaten hier vor mir sehe. Dann geht mir ein Herz auf. Und gerade, vor allen Dingen, weil du mal wieder hier angekommen bist, mir geht's mir blendend. Mir geht's mir super pornös. So, jetzt habe ich vergessen, wann haben wir den Reis reingemacht? Der ist doch bestimmt schon 4 Minuten drin, oder? Ja, dann 12, warte mal, 4. 5. 5 nach muss er raus. 5 nach? 7 nach, 7 nach. So, holen wir mal wieder unser Werkzeug hier. Für die Pfanne. Irgendwas mit Curry müssen wir nächste Woche machen. Ich hab Bock auf Curry. Jo, bis gleich. Guten Hunger, Deju. War zu viel geschwungen. Zu viel Kraft schon drin. So, während das hier am Köcheln ist, kann ich mir mal kurz einen Kakao machen. Ich hab Durst. Henkwäsch, mein Lieber. Grüße dich. Hallihallo. Na, schönen Tag bisher gehabt. Hoffe, es ist der Gute von Nesquik. Was denkst du denn? Natürlich ist es der Gute von Nesquik. Aber freilich. Billigen mag ich nicht so. Also, es schmeckt halt irgendwie anders. Vielleicht auch Einbildungssache oder so, aber. Hey, wenn man sein ganzes Leben nur Nesquik getrunken hat, den nimmt man halt auch nur Nesquik, ne? So, Öl müsste langsam heiß sein. Mal auf, wie das im nächsten Leben wird, Ella.
Das nächste Leben, sag ich dir. Geht so lange gepennt und wieder Nachtschicht, Armer. So, wir hauen den Tag rein. Ich mach's ja immer Stückchen für Stückchen. So, ich gehe wieder ein bisschen von der Temperatur runter. Ist nämlich besser für die Pfanne, wenn er nicht die ganze Zeit auf volle Pulle läuft. Ich mache das immer Stück für Stück, ganz einfach aus dem Grund, damit die Pfanne nicht so schnell abkühlt und ich wirklich das Hackfleisch brate und nicht irgendwann koche, weil es in seinen eigenen Sud kocht. Eine Reis- oder Nudelpfanne mit Putenfleisch, Zucchini und Cherrytomaten, immer so gut, ey. Das ist ja mein Stream mit lecker Essen, super, dankeschön. Da muss Knoblauch rein, liegt doch hier schon, mein Lieber. Was denkst du denn? Da kommt auch gleich Knoblauch rein. 4-10. 2 sind angegeben, 4-10 mache ich rein. Ich mache immer das Doppelte an Knoblauch rein, was auf dem Rezept steht. Dann bin ich ja beruhigt. Sehr schön. So, ein gleichbleibendes Zischgeräusch signalisiert mir auch, okay, die Pfanne ist heiß genug. Wir können weiter. Also natürlich mit Gasherden ganz anders. Mit Gasherden, da kannst du hier, weiß ich nicht, so ein halbes Kilo, kannst du einfach reinhauen, weil mein Gasherd das ganz anders kompensiert. Da kommt die Hitze unentwegt. Aber beim Terranfeld oder so ist es halt, ja. Da musst du halt ein bisschen anders arbeiten. Deswegen gibt's auch in der Gastronomie, in der Küche, da werdet ihr kein Terran- oder Induktionsherd finden. Das ist alles Gas. Weil es dann einfach viel, viel schneller geht. Oh, cool. Halt sofort die jemand Hitze. Will dein Freund sein. Knoblauch und Zwiebeln feierst du gar nicht, Butter? Verstehe ich nicht. Unge? Ja, was ist los? Man spricht mit mir. Wie kann ich dienen? Ein bisschen Minecraft jetzt? So, 2 Minuten noch. Dann kommt der Reis raus. Heute ist Schabes gesund. Mal kurz einmal umrühren hier. Sag mal, ich bin auch ein Trottel, ich habe nur eine Platte an. Oh cool, jemand will dein Freund sein. So. Jetzt machen wir 2 Platten an hier. Oh, ich koche hier hinten nur mit einer Platte. Ja, ganz geil. Oh, guck mal. Genau so muss das aussehen. Genau so muss das aussehen, Leute. Mhm.
Genau. Da haben sich Röstaromen gebildet. Herrlich. Habt ihr nur Essen-Stream oder jetzt so ein Sonderstream? Es kommt täglich von 12.30 Uhr ein Essen-Stream, ein Koch-Stream, von Dienstag bis Samstag, 12.30 Uhr, und danach wird gezockt. So. Hallo, grüß dich. Moin moin, ein wunderschön. Die ist scharf. So, der Reis muss raus. Brauche ich ein Sieb? Habe ich noch ein Sieb? Muss er noch ein Sieb haben? Ja, habe ich nicht drei Siebe? Warte mal, eins ist in der Spülmaschine. Ist hier noch eins drin? Was ist denn das? Ist das hier drinne? Auch nicht drinne. Sieb! Wo sind sie? Da. Hm. Okay. Dann machen wir das anders. Wir brauchen kein Sieb. Das einfach so ab. Tropfen lassen. Ist auch gar nicht schlimm, wenn da ein bisschen Wasser drin bleibt. Wird dann nämlich nicht so trocken, der Reis. Außerdem, wenn man den im Topf lässt, dann dampft er nämlich auch aus. Alles gar nicht so wild. Zack, wir machen aber trotzdem Deckel drauf. So, wie sieht mein Hackfleisch aus? Herd hier unten kann aus. Zack. So. Mal ein bisschen kleiner machen, das Hack. Wollen ja hier keine Frikas braten. Tomaten, Knoblauch kurz mitbraten, Tomatenmark hinzufügen, kurz anschwitzen, mit Brühe ablöschen, circa 5 Minuten aufkochen. Er saftet, das und brät nicht. Jo, bitte, bitte. Deswegen, weil die Pfanne halt einfach viel zu doll abkühlt. Und wenn die Pfanne unter 100 Grad ist, ja, dann verdampft das Wasser nicht mehr so schnell genug. Oder kann das Wasser nicht mehr schnell genug verdampfen. Und dann tritt das Wasser nämlich in die Pfanne aus, bleibt in der Pfanne und kocht dann euer Hackfleisch. Und dann dadurch bratet ihr nicht mehr und dadurch bekommt ihr keine Röstaromen. Und wenn ihr keine Röstaromen bildet,
dann schmeckt es halt auch nicht so geil. Waren zu viele Löcher drin. Was ist eigentlich dieses Loot? Das ist eine Werbeeinblendung, die, glaube ich, rechts oben im Stream angezeigt wird. Alle 3 Minuten, wenn die Warteschlange voll ist. Und diese Werbeeinblendung wird... Die finanziert den Stream ein wenig. Also das ist ein kostenloser Support von eurer Seite aus. Kostet euch nichts, wird über Werbeeinblendung wird das finanziert. Könnt ihr gerne nutzen, um den Stream hier ein wenig zu supporten oder zu unterstützen. So. Der Tag sieht da schon gut aus. Gut, dass das bei mir nie funktioniert. Warum nicht? Also wenn du dich nicht angemeldet hast, beziehungsweise wenn du deinen Twitch-Account mit dem Loots-Account nicht verbunden hast, dann musst du immer eine E-Mail bestätigen. Die können auch im Spam-Ordner sein, die könnte halt auch manchmal ein bisschen länger dauern, bis sie ankommt. So, für mich reicht das. Für mich kann jetzt... wir gehen jetzt ein bisschen runter von der Hitze. Ich will den Knoblauch nicht mehr... Den Knoblauch nämlich nicht verbrennen. Ja, und Tomaten rein. Den guten Knoblauch. Knoblauch, Leute. So. Einmal kurz mitbraten. Da riecht man den Knoblauch schon. Ganz wichtig, nicht so lange mitbraten, weil wenn ihr den Knoblauch zu lange bratet, dann wird er bitter. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Es tut mir leid, ich kann mein Mikrofon leider nicht auf Mute. Ich kann mein Mikrofon leider nicht muten. Genau, eine E-Mail musst du bestätigen. Mit der E-Mail-Adresse, die du eingegeben hast bei Loots. Was? Schon wieder da, DU? Ja, welcome back. Ging ja fix. So. Tomatenmark werden wir gleich mit anschwitzen. Lass noch 1 Minute das kurz hier mitbraten. Ging sogar. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Support über Loots, der noch nebenbei reinkommt. Dankeschön für die Follows. Lehnt euch entspannt zurück, genießt die Show. Ich habe leider kein Alert-System hier in der Küche. Deswegen kann ich mich sporadisch dafür bedanken, dass hier Support reinkommt und so. Ich sehe die Subscriber und die Resubs sehe ich, aber alles andere sehe ich leider nicht. Da bin ich immer auf meine Leute hier angewiesen, die mir was im Chat reinhauen, wenn irgendeiner donatet oder was weiß ich. Aber ich bedanke mich viel, viel mal bei euch für euren Support. So, jetzt hauen wir den, jetzt hauen wir das Tomatenmark rein. Schön einmal in der Mitte anschwitzen lassen. Erbsensuppe gab es, eine ganz kleine Portion, okay. So, was wollte ich jetzt im Kühlschrank? Gar nichts. Ja, doch, wollte ich. Ich wollte noch gucken, weil ich habe nur 400. Aber riecht noch gut. Ah, geht noch, ist noch nicht sauer. Ich habe nämlich nur 400 Milliliter Gemüsebrühe. Und dann mache ich einfach noch 100 Milliliter von der Rinder, vom Rinderfond mit rein. Den ich von letzter Woche, glaube ich, habe.
dann sollte das passen. So, einmal kurz umgrünen hier. So, jetzt löschen wir das ab. Geruss und Geschmacksinternet. Hey, Doom. Essen schon fertig? Gleich, du. Beruhig dich. Grüß dich. So, wir löschen jetzt ab mit Gemüsebrühe. Und Rinder. Das reicht. Zack. So, einmal kurz. So, wenn wir das 5 Minuten aufköcheln lassen, das heißt, wir gehen ein bisschen von der Hitze wieder hoch. Wir werden das Tomatenmark noch ein bisschen verrühren hier. So, 5 Minuten köcheln lassen, das heißt 23 kommt's raus, beziehungsweise 23 machen wir was anderes. Machen wir weiter, Lauchzwiebeln und Mais untermischen, alles mit Salz, Pfeffer abschmecken und dann fertig. Lebekäse. Was? Die Leber Kass. Semmeln schreien nach mir. Leber, was für eine Semmeln? Also Leber kenne ich. Semmeln kenne ich auch. Aber das Wort dazwischen, das kenne ich nicht. Etwas Oregano vielleicht. Oregano habe ich gerade nicht, Sahne habe ich noch. Aber das war's schon. Kannst auch ein Schlückchen Milch noch reinmachen. Aber ich finde jetzt nicht, dass Sahne reinpasst. Damit es ein bisschen cremiger ist. Okay. Mal gucken, wie lange ist die Sahne noch haltbar, die ich habe? Bis zum 2.3. Welchen haben wir heute? Heute haben wir den 8., ne? Schauen wir mal. Auch Fleischkäse genannt. Fleischkäse. Oh, ist noch gut, können wir noch mit benutzen. Moin, Mr. Midi. Ein wunderschön, grüße dich. Mal einfach das Grünzeug da rein, was verwächst. Das ist Petersilie. Das bringt nicht sonderlich viel Geschmack, Lo. So ein Schlückchen Sahne.
Aber nur, weil sie weg muss. So, 23. Na, ich werde es noch ein bisschen einköcheln lassen. Ist mir noch ein bisschen zu dünnflüssig. Zu dünnflüssig. Zu dünn. Mais magst du nicht? Was? Sieht übel nach Turn-Up aus. Was ist denn Turn-Up? Kenne ich nicht. Okay, wir können schon mal von der Hitze runtergehen. Wir nehmen die Restwärme, um es ein bisschen noch einzuköcheln bzw. zu reduzieren. Wir können jetzt schon ein bisschen Salz, Pfeffer ranmachen. Machen wir noch ein bisschen Pfeffer rein. So, und weil ich denke, es passt gut zusammen noch, machen wir noch ein bisschen Paprikapulver rein. Was haben wir noch hier? So. Oh, Pfeffer ist gleich. Bald alle. Können wir gleich mal nachfüllen nachher, wenn wir sauber machen hier. So. Noch ein bisschen Zucker. So. Das reicht. Wir probieren das gleich mal. Schmecken das mal ein bisschen ab hier. Konsi ist eigentlich auch ziemlich gut. Gefällt mir. Zack. Hauen wir die Lauchzwiebeln rein. Mais kommt mit rein. Reis werden wir ganz am Schluss mit reinfügen. Hey, Sergio Bommel, grüße dich. Moin, moin. Krümellose Brotsuppe. Eine krümellose Brotsuppe. Das hört sich schon eklig an, ich weiß nicht. So, jetzt kommt ein bisschen Farbe hier rein. Zack. So, jetzt wollen wir das einmal abschmecken. Fast wie Chili, ey. Ohne Chili. Hm. Süße hat's genug.
Salz würde ich auch nicht mehr rangeben. Ein bisschen Schärfe noch, aber ich habe leider kein Chili-Pulver oder sowas. Aber ich habe Chili hier noch. Nee. Am Ende der Woche. Wie oft kann man looten? Pro Person alle 15 Minuten. Ihr habt doch schon Pfeffer drin. Pfeffer, Paprika, Pulver ist schon drin. Alles schon drin, Leute. So, wir hauen jetzt den Reis dazu. Ich mach das einfach mit rein. Ich hau den jetzt hier einfach rein. Dann habe ich nämlich eine Pfanne. Beziehungsweise. Wartet mal. Fürs Bild werden wir uns einen. Werden wir uns einen Becher nehmen. Wenn wir uns den voll machen mit Reis. Dann werden wir den so als Turm oben raufschlagen. Damit es einfach nur gut aussieht. So, welche Tellerfarbe nehmen wir, Leute? Blau, rot, Muster, also weiß mit schwarzen Mustern drauf. Oder grau. Mega eklig. Meine Mutter kann es immer noch nicht verstehen, dass ich es hasse. Milch in Brötchen. Dann kann man auch gleich Milchbrötchen essen. Blau. So weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Doom. Ja, wenn ihr wissen wollt, was morgen rankommt, Ausrufezeichen Blog, könnt ihr euch das angucken. Unter den Rezepten steht immer ein Datum. Morgen ist, glaube ich, Fischtag. Morgen kommt Fisch dran. Ja. Ich glaube, Fisch Stew oder irgendwie sowas. Könnt ihr immer vorher schon nachgucken, was rankommt. So. Einen blauen Teller, sagt der Ju. Wir machen einen blauen Teller. Wenn wir uns den jetzt mitten in der Mitte raufklatschen, zack. Werden wir uns dann eine Gelle nehmen. Und jetzt machen wir das. Machen wir das oben drauf oder oben drum? So finde ich es eigentlich, sieht eigentlich ganz nice aus. Ein bisschen Petersilie. Ein wenig Petersilie, ein wenig Petersilie. Ein wenig Petersilie. Und das oben rauf. Das reicht schon, oder? No. Und damit sind wir fertig. Reis, Beef Steak Pfanne ist damit fertig, Leute. Wir machen jetzt noch ein Vögelchen. Ein Vögelchen.
Wir hätten ein bisschen schneller das Foto machen sollen. Weil es sippt ein bisschen, die Soße. Es ist halt ein bisschen flüssig. Könnten wir eventuell vielleicht sogar noch ein bisschen einreduzieren lassen müssen. Fotos gemacht. Ich zeige euch das, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, Rinder, nee, gar nicht. Reis, Beefsteak, Hackpfanne. Ich wünsche euch guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. Ich hoffe, euch gefällt es genauso sehr wie mir. Wir hauen uns jetzt noch ein bisschen was rein. Den Reis machen wir ab hier rein. So schnell und einfach kann Essen gehen. Mal ein paar Dinge beachtet, dann schmeckt das sogar, was man kocht. Das ist aber eine kleine Portion. Moment, Moment, ich war noch nicht fertig. Das ist nur die Portion fürs Foto gewesen. Jetzt kommt nämlich... Jetzt kommt meine Portion. Beruhige dich. Kurz hier einmal umrühren. So, der Reis nimmt mir auch noch ein bisschen das Wasser auf. Das heißt, sieht eigentlich schon fast besser aus als das, was auf dem Teller ist. So, und jetzt füllen wir uns auf. Wir müssen auch satt werden bis heute Abend, ne? Okay, reicht. Deckel drauf. Zack, das kann aus, das kann aus. Oh, wir hatten heute gar kein Radio an. Na gut, höre ich ja eh nicht. So, haben wir alles? Sahne können wir mal kurz im Dings machen. Vielleicht mache ich mir da gleich noch was mit der Sahne. Mal schauen. Ja, Leute, dann wünsche ich euch guten Appetit. Ich bin drüben im anderen Zimmer. Ich bin am Essen. Dann gucken wir uns ein paar Trailer an. Und ja, viel Spaß. Viel Spaß beim Nachmachen.